Den Landesvorsitz der CDU in Nordrhein-Westfalen hat Bundesumweltminister Röttgen angekündigt, umfassend landespolitische Verantwortung übernehmen zu wollen. Sollte er Parteichef in NRW werden, werde er dann auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl zur Verfügung stehen. Neben Röttgen kandidiert der ehemalige Integrationsminister des Landes Laschet für den Parteivorsitz. Er wirbt damit, als Landespolitiker eher die Interessen der CDU in NRW vertreten könne, als der Bundespolitiker Röttgen. Norbert Röttgen kommt zur Düsseldorfer Parteizentrale. Hier will er demnächst Chef werden. Und er macht gleich mal klar, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen wieder stärker ein Ort der politischen Diskussion werden müsse. Die Landespartei will Röttgen führen. Er würde, wenn gewünscht, auch als Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl antreten. Und nicht nur das. Wenn meine Partei das möchte, nach einem entsprechenden Wahlausgang mich mit der Opposition und der Führung der Opposition zu beauftragen, dann werde ich selbstverständlich auf diese Aufgabe